Bastian, du machst Comedy. Du bist also eigentlich eine echte Jeck, wie man so schön sagt. Man kennt dich zum Beispiel aus der Wochenschau als Briscoe Schneider. Ja, wobei das jetzt natürlich schon sehr, sehr lange her ist. Wieso? Die Wochenschau, gibt's die nicht mehr? Nein, 2011 hat man noch einmal versucht, die alte Marke mit neuen Comedians wiederzubeleben. Aber das hat leider nicht richtig geklappt. Naja gut, man kann es ja auch nicht erzwingen. Aber wo können wir dich denn jetzt aktuell bewundern? Ganz aktuell natürlich hier im Stadtgespräch bei Center TV, nicht? Und ansonsten habe ich mit der Kollegin Anke Engelke ein Buch geschrieben. Bastian, ein Komiker wie du, hat der manchmal auch das Bedürfnis, eine ernste Rolle zu spielen? Ja, selbstverständlich. Es kommt natürlich immer darauf an, was es ist. Ja, ich frage mal so ins Blaue. Könntest du dir vorstellen, einen Tatortkommissar zu spielen? Ja, wahnsinnig gerne. Meine Freundin wird's freuen. Die ist nämlich Riesen-Tatort-Fan. Du hast eine Freundin? Ja, wieso? Ja, da ist irgendwas falsch hier. Aber gut, dann hätten wir das auch schon mal geklärt. Aber um beim Thema zu bleiben, in englischen Krimis zum Beispiel, da haben die Kommissare ja viel mehr Ironie, viel mehr Witz als die deutschen Kollegen. Ne? Inspektor Barnaby ist so ein Fall. Ja gut, aber so weit haben wir ja in Deutschland auch. Also meine Frau und ich, wir gucken ja zum Beispiel immer gern den Tatort aus Münster. Mhm. Also was die Herren Liefers und Prahl da machen, das ist ja wirklich schon genial. Ja. Ja, wobei das natürlich schon an der Grenze zur Überzeichnung ist. Ja gut, und hier in Köln haben wir ja den Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt als Kommissare im Einsatz. Kannst du dir vorstellen, die dann demnächst abzulösen? Ja, was heißt demnächst, nicht? Aber Spaß beiseite, der Trend geht natürlich tatsächlich dahin, die deutschen Krimis mit immer mehr Comedy-Elementen anzureichern. Also, wenn man dann irgendwann mal an mich herantritt, ich helfe, wo ich kann. Ja, liebe Zuschauer, da hätten wir die erste Sensation ja schon gelüftet. Bastian Pastewka wird Tatortkommissar. Na gut, Herr Schwan, so habe ich es jetzt aber also auch nicht. Ganz ehrlich, dafür gibt's doch von mir natürlich den Flönsorden, wie immer gestiftet von der Firma Remagen. Oh, große Ehre, vielen Dank. Ja, liebe Zuschauer, jetzt machen wir wie immer ein bisschen Werbung und dann kommt ein Gast, der ist so richtig witzig.